Hallo, liebe Sportsfreunde da draußen. Es geht weiter. Panky Dominant gegen FSV Mainz 05. Wir sind nicht sonderlich gut, das müssen wir sagen. Man könnte hier quasi ein Top-Spiel nennen. Der 14. gegen den 15. Es geht um alles oder nichts hier in der Bundesliga. Steigt Panky Dominant ab oder werden sie Meister? Siedeln sie sich im Mittelfeld an? Wer weiß es? Wir wissen es nicht. Es geht los. Moment, Moment. Erstens, wir sind wieder im Aufwärtstrend. Ja, wir haben im letzten Spiel Borussia Dortmund besiegt mit 1:0. Und was laberst du von Mainz? Wir spielen doch gegen den FSV Frankfurt, dachte ich. Ach ja, ich sehe es gerade. Ja, sorry, da habe ich gerade eine Fehlinfo aus der Ja. Warte. Hallo? Warte. Ja. Ja, was? Warum geben Sie mir Fehlinfos? Ja. Ja gut, wurde auf Ihrem Monitor falsch angezeigt. Mhm. Das hätte ich jetzt anstelle dieses Recherche auch gesagt. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort, ne? Aber ist egal. Denn jetzt geht das Spiel los gegen unseren Mitaufsteiger aus Frankfurt, den wir möglichst besiegen sollten, um uns wieder ein bisschen nach vorne zu begeben. Momentan führt da Werder Bremen mit 12 Punkten nach 5 Spieltagen. Da wo eigentlich wir stehen sollten, verdammt nochmal. Echt, ey. Aber Bruce ist auch endlich wieder auf der Trainerbank. Mhm. Da freut er sich. Ja, endlich. Wieder Trainerbank. Klos jetzt ganz knapp hier am Tor vorbeigeschossen. Schade. Nach 6 Spielminuten. Und ich sehe, dass hier das Stadion nicht ganz ausverkauft ist, oder? Was soll das? Entschuldigung. Aber der signifikante Pfeil in den Ecken ist natürlich wieder der da. Der ist natürlich da, ja. Das heißt, wenn das Stadion nicht voll bekommen wird, verlegt man eben die ganzen Zuschauer in die Ecken. Hauptsache, die Pfeile sind erkennbar. Ja, sie haben zwar für die Haupttribüne bezahlt, aber wir brauchen in den Ecken noch welche, damit der Mann den Pfeil sieht. Also müssen wir sie leider verlegen. Ach ja, du machst immer so ein schönes Geräusch, wenn du unsere neuen Trikots hier siehst, wegen dem Design. Mach doch mal. Was mache ich denn für ein Geräusch? Ja, so ein verwirrt Geräusch, wegen den Spiralen und so. Also, Nein, das hast du damals ja besser gemacht. Du bist so eine Niete, ey. Doch, du hast gar keinen Verlass. Okay. Nee, aber ich kann das auf Anhieb einfach nicht so. Wenn du mich zwingst, so, ach Kevin, mach doch mal das Geräusch für mich. Benjamin. Benjamin. Blümchen. So, 20 Minuten sind rum, Otto. Meine Damen und Herren. Was ist mit Otto? Sag doch mal. Ach Gott. Wollen wir nicht zusammen wegfahren und an unser kleines, gemütliches Hotelzimmerchen nehmen? Mhm. Otto. Also wenn ich als Elternteil würde mein Kind natürlich immer zum Elefanten schicken. Also ja, natürlich. Also zum Pedo-Benjamin oder so. Mhm. Also auf jeden Fall kein Problem mit. Was, Otto, du möchtest mit Benjamin Blümchen in den Urlaub fahren? Ja, ist überhaupt kein Problem, natürlich. Ja, von überleg dir mal, ey. Dieser Otto, ne? Der ist ein einziger Freund, scheint wirklich ein Dickhäuter zu sein, der im Gegensatz zu den anderen Tieren wie durch ein Wunder sprechen kann. Und den ganzen Tag nichts Besseres. Der kann auch sprechen. Ja, okay. Und den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als durch den Zoo zu latschen. Das ist einfach so lustig. Ja, ja, Otto, aber ganz ehrlich, pass auf, dass der seinen Rüssel nicht in Löcher reinsteckt, ja. Oh, also, Gott, Mann. Krebs, bitte mach das Tor. Yes, schöne hier Reingabe. Und da ist Klos mit seiner 6. Bude im 6. Spiel. Daniel Klos momentan hier wirklich ein unglaublicher Neuzugang. Die Wiederholung sparen wir uns natürlich. Die will uns Sky Bundesliga hier nicht zeigen. Ja, weiß nicht. Willst du nochmal die Gelegenheit nutzen, um nochmal dieses Rüssel-Problem aufzugreifen, oder? Ja, also, Sie als Eltern möchten natürlich, dass hier Verhütung herrscht. Oh, soll sich lieber ein Kondom über den Rüssel ziehen. Die, ich wollte es gerade sagen. Mhm. Und Otto soll die Pille nehmen oder was auch immer. Genau, Otto. Otto, du kleines Mädchen, nimm mal die Pille. Ja. Aber, ja, was hast du eigentlich zu den Folgen, wo Benjamin Blümchen, Otto und, jetzt festhalten, Bibi Blocksberg auftaucht? Tut mir leid, ich kenne mich dann diesem Metier nicht so aus. Du guckst das scheinbar immer noch, habe ich das Gefühl. Das du guckst das immer noch, gib's zu. Ja, in Wirklichkeit. Ich habe es auch gerade an, sogar auf YouTube. Ja, super. Ich kommentiere gerade nicht. Nee, Gab es so eine Folge wirklich, wo Bibi Blocksberg aufgetaucht ist? Ja, also
ich persönlich habe es auch nicht. Nur wir haben uns letztes Mal in der Schule eben über so, also, was weiß ich, ich glaube, irgendein Unterrichtsthema, Pädagogik war das, genau, glaube ich. Genau, die anderen waren es wieder. Hm? Nee, ist wirklich so, ne? Also, das scheint wirklich eine Folge gegeben zu haben. Okay. Vielleicht kann uns da ja jemand aufklären von den Abonnenten. So. So, meine lieben Schüler, heute in Pädagogik, ja, Lehrplan sieht vor Benjamin Blümchen und die Folge, wo Bibi Blocksberg aufgetaucht ist. Das gehen wir mal ganz kurz durch. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, also das weiß ich wohl auch. Ja. Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen spielen ja beide in Neustadt. Ja. Und bei beiden ist auch dieser komische Bürgermeister mit seinem Wellen Smithers da. Ach ja, stimmt, ja. Ist Carla Kolumna nicht auch da? Carla Kolumna. Ja, siehst du mal. Ah, wie einfallsreich die war, ne? Weil das eine Journalistin ist, nennt man sie gleich mal Kolumna. In Anlehnung an eine Kolumne. Oh, gut, dass Patrick das jetzt erklärt hat. Das wäre uns so wie jetzt natürlich nicht aufgefallen. Seid schlau drauf auf den Aber ich Weg. Fand die, ich fand den Smithers einmal sehr süß. Ja. Der hat mal gesagt, Bürgermeisterchef. Das stimmt. Also, habe ich gehört, dass er das so gesagt hat. Natürlich. War bei dir auch im Pädagogikunterricht. Ja, natürlich. Darüber gesprochen. Wen wechsle ich an? Ich habe nicht viele Alternativen. Ich bringe mal Christian Lell. Kevin, ich traue mich nicht, dich einzuwechseln. Wie schaut's mit den Noten aus? Du könntest Mertin jetzt durch Muslea oder Mainka ersetzen. Dann mache ich das mal durch Mainka und Ali bringe ich für Witte. Komm. Aber, nee, ich würde jetzt dann Witte den Sturm ziehen, weil der ist auf jeden Fall, ich glaube, war auch Stürmer. Ne, Stürmer war er nie, aber... Nee, aber ich glaube, der kann auch... Ja, genau. Oh ja, der kann gut im Sturm spielen. Ja. Nee, dann mach's wirklich Mainka, Moslea, Lell. Mainka, Moslea... Wieso setzt eigentlich Gönigno nicht in den Sturm? Das verstehe ich jetzt nicht. Gönigno nicht in den Sturm? Ja, also ich hätte ihn jetzt spontan in den Sturm gesetzt. Weiß ich nicht. Trau mich nicht, weißt du, der ist zu gut. Sonst schießen wir die Mainzer noch komplett ab, ne? Ja. So. Eine gute halbe Stunde verbleibt noch und wir waren bei der Erklärung von mir, dass Carla Kolumna an Kolumne angelegt ist. Und mit dem Pädagogikunterricht. Ja, genau. Das habt ihr auch im Pädagogikunterricht gemacht, ne? Ja. Bei uns gab es kein Pädagogik. Ja, aber es habt ihr trotzdem Pädagogik und Recht gemacht. Genau. Ach ja, da wären wir wieder bei dem Thema mit alte Kinderserien und so. Mhm. Haben uns ja schon mal drüber ausgelassen. Ich glaube, im Minecraft war das. Oh Gott, ich vermisse diese alte Bibi Blocksberg-Schreifen. Ja, ich vermisse auch die Bibi. Ja, du auch? Ja, ich auch Bibi Blocksberg, ne? Damals. Ja, also ich finde, Bruce hat da vollkommen recht, ne? Ja. Oder? Oh, klasse, Dribbling hier von Krabs, der läuft einfach geradeaus mit dem Ball in Seiten aus. Das ist klasse, das ist toll, das gibt's hier nur bei Tanky Dortmund, Ladies and Gentlemen. Wenn hier Bier sich den Ball holt. Ich kann sogar noch einen Zauberspruch von Bibi Blocks. Oh Gott, ja super, dass du das kannst, wundert mich nicht. Lass hören. Ich möchte jetzt bitte die ungeteilte Aufmerksamkeit. Yes! Aber erstmal das 2-0 von Mainka, der hier die Entscheidung bringt in der 80. Spielminute. Ja, ich würde sagen, wir haben neuen Stammstürmer. Absolut, ja. Nach Vorarbeit erneut von Garanta Krebs in die Mitte muss Mainka nur noch einschieben. Er macht's und wir holen den zweiten Sieg in Folge in der Fußball-Bundesliga, Leute. 9 Punkte aus 6 Spielen. Das ist schon mal eine gute Basis hier. So, darf ich jetzt? Nein, schieß los. Ene, Mene, 1, 2, 3, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Ne? Patrick hat gerade den... Patrick. Patrick, ja. Patrick. Hat gerade den Kopf in den Sand gesetzt. Gesetzt vor allem. Gesetzt. Wie so ein Strauß ist das? Was ist ein Strauß? Ja, ne? Strauß? Du weißt nicht, welches Bild du gerade im Kopf hast. Du mir leid, ich kann es nicht beurteilen. Jetzt ein Vogel, der den Kopf in den Sand haut. Ja, aber der setzt ihn da doch nicht hin, der steckt ihn rein. Also in den Kopf, ja. Alles klar. Mainka, aber da wird geklärt. Moslehe verliert hier den Ball. 2 Minuten Nachspielzeit, die auch gleich wieder vorbei sind. Bunga Bunga gegen seinen Ex-Verein. Klos war allerdings hier im Abseits. Miroslav, was fällt dir ein, immer im Abseits zu stören, Mensch? So. Die Partie ist noch nicht vorbei. Und ja, vielleicht Blocksberg vorbei und beschert uns doch das 3-0.
Oh Gott, ich muss das hier beenden. Ich kann diesen Quatsch nicht mehr hören. Ja, Baby Blocksberg, da ist sie! Da ist sie, Baby! Ene, mene, Panky vor. Los, Klose schießt noch ein Tor. Hex, oh, da, das ne? ist einfach nur noch schlimm. Ich halte mit dir nicht mehr aus. Das ist Bruce Neuer Anfeuerung. Show. Ene, mene, Panky vor. Genau. Los, Miroslav schießt noch ein Tor. Hex. Um dieses Trauerspiel mal hier zu beenden, werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle, wo wir sehen, dass wir uns auf Platz 8 verbessert haben. Yes! Yes! Leverkusen erklimmt wieder die Tabellenspitze. Yes! Bremen fällt auf Platz 2, der BVB erklimmt Platz 3, die Bayern im Abwärtstrend. Wir haben jetzt genauso viele Punkte wie der FC Bayern München. Yes! Und ich glaube, zum ersten Mal in der Saison ist es uns gelungen, zu 0 zu spielen, also auch da ein Fortschritt. Ja, wir sind CD von 0. Ja, aber wir haben nur noch 5 Punkte auf Platz 1 und 3 Punkte, beziehungsweise noch einen Punkt sogar auf die Champions-League-Plätze. Also wir sollten, die Siegprämie ist jetzt Standard. Definitiv, ja. Stimmen. Frog and Sie Möck, Nick Knock, Knocks der Wocker. Für gewöhnlich hält schon der obernächste Tag nicht das, was der gestrige versprach und der heutige auf den morgigen verschiebt. Alles klar, ne? Krebs ist in der Elf des Tages und noch einige andere Hornochsen. Nee, echt? Also es sind noch einige andere in der Elf des Tages. Ja Mensch, Tages. Ja, das ist, okay. Das ist aber ungewöhnlich, denn von dir haben wir gelernt, dass es eine Elf des Tages überhaupt ja, auch mit Leuten gibt, ja? Siehst du, dann versuche ich ihn zu dissen, dann disst er sofort zurück, ey. Ja. Sowas merke ich mir, weißt du, du kennst mich doch. Wenn du failst, merke ich mir das. Deshalb darfst du was anderes oder darfst sowas nicht bringen. Sonst bekommst du das gleich zurück mit einer Retour-Kutsche. Und 2 gewinnt 1 zu 2 in Lünen. Hahaha, ihr Lüner. Oh Gott. Also manchmal bist du wirklich sehr gemein. Ja. Pass auf, nächstes Spiel jetzt gegen die Kölner. Wo mal wieder der Bock da das muss Benjamin Logo Blümchen aber gammelt. Aufpassen, ne? Vielleicht kriegen da unsere Spieler auch einen Rüssel in den Po, wer weiß es schon. Ich bin dein Vater. Liebe Freunde von LP Nexus LP, bitte verzeiht uns diesen Part, beziehungsweise bitte verzeiht Kevin. Er hat ab und zu mal solche Aussetzer, ja? Ich hab Leckermäulchen gut gegessen. Das macht mich verrückt. Ja, scheinbar ist da in diesem Zeug irgendwas drin, was dir nicht gut tut. Das weiß ich nicht. Ich schau mal. Ach nee, hab ich weggeschmissen. Kann ich dir sagen, was da drin ist? Oder? Doch, warte. Nee. Und wir möchten uns an dieser Stelle, zumindest ich möchte das bei euch entschuldigen. Auch bei Benjamin Blümchen möchte ich mich entschuldigen an dieser Stelle. Er sitzt jetzt zu Hause da mit dem. Ja, das ist auch richtig so. Ich bin mir richtig. Ja. Da sitzt er mit Otto vom PC auf seinem Schoß. Otto, hast du das gehört? Die meinen, ich würde meinen Rüssel in dein Loch stecken. Oh, Kevin, das ist so embarrassing, ey. Ich weiß, dir gefällt diese Fantasie, ja, aber das was? Musst du dir nein. nicht kundtun. Gib's doch zu. Du stehst auf Benjamins Rüssel. Ja, auf jeden Fall. Wieso ist unsere Fanbeliebte nur noch bei 81? Verstehe ich nicht. Weil die Bruce-Interviews nicht sehr lustig waren. Hast du mit den Menschen auch geredet? Wir haben doch gesagt, das machen wir jetzt erstmal wöchentlich. Hast du jetzt nicht zugeguckt oder was? Warst du zu sehr auf Benjamins Rüssel fokussiert? Sagt erstmal nichts. Hast recht. Ja. Ich musste sofort ein Bild googeln von seinem Rüssel. Ja, und ist übers Bett hängen, ne? Ja klar. Schau aus. Gut. Bitte? Schade eigentlich, dass wir noch keine Thumbnails machen können. Wäre bestimmt ganz lustig, da wird auf jeden Fall, da wird Benjamin Blümchen mit seinem Rüssel stehen und aus dem Rüssel wird die Partnummer rauskommen.
klar. Oder die Bibi Blocksberg macht so Hex-Hex und dann erscheint die Partner. Das wäre echt witzig. Also muss ich überlegen, was du mit Thumbnails meinst, ne? War für mich im ersten Moment unverständlich, aber jetzt weiß ich, was du damit sagen wolltest. So, gehen wir nochmal hier die PNs durch. Während wir sehen, dass das Scouting mittlerweile auf Platz 8 ist. Stimmt, Scouting ist mittlerweile auf Platz 8. Ist doch was. Und die Mittel der Kampagne hat uns 266 neue Mitglieder eingebracht. Gucken wir mal, wie weit jetzt der Zeus gescoutet wurde. Was, Rick, Zeus? Ja gut, eine Stärke nur noch von 60. Aber du bist schlechter. Man darf halt dieses Talent hier nicht vernachlässigen, nicht? Man, Jim Arthur, King Arthur, hat auch nur eine Stärke von knapp 50 oder so. Aber macht seinen Job gut. Also ich würde sagen, wir warten noch ab bis Stufe 10 und verpflichten den Zeus dann. Aber ich möchte gar nicht, ehrlich gesagt, nicht so einen König der Götter haben. Nicht. Nee, ich habe da immer Angst, so dass er dann gepeinigt wird, wenn du was falsch machst. Naja, vielleicht peinigt er oder lässt sich dann mit Benjamins Rüstung. Ja, ich kenne das schon. Peinigen. Gut, und mit diesem peinlichen Schlusssatz beenden wir diesen äußerst peinlichen Part, der eigentlich hätte gut werden können, weil wir gewonnen haben. Aber nee, ein gewisser Herr Benjamin Blümchen muss ja hier seine Rüssel in den Part stecken. So, bis zum nächsten Mal, ciao. Das war dein Satz.